Willkommen zu einer weiteren Session von Minecraft. Ich war wieder ein bisschen im Nether unterwegs, deswegen auch die Haufen Blöcke. Und ich habe auch schon mal geguckt, was wir als nächstes machen können, weil ich brauche Folgen und hatte mir bisher weiter keine Platte gemacht. Oh, das müssen wir auch mal beheben. So, wir haben noch im Turm den Keller, den wir tatsächlich bearbeiten müssen. Ich habe kein Essen mit. Ich hoffe, oh, ich weiß nicht, wo ich das abgelegt habe. Wieso habe ich das überhaupt abgelegt? Ach man, ist das wieder nervig. Da denkst du, alles vorbereitet. Ach ja, eine Waffe habe ich auch nicht dabei. Oh, clever, clever. Das ist natürlich wieder sehr schlau. No. So, ich hoffe, das habe ich hier irgendwo gelassen. Da hätte ich was zu futtern, aber das kann es doch schon wieder nicht sein, ey. Wo habe ich denn das wieder gelassen? So, ich werde auf jeden Fall mal den Seensand mitnehmen. Manchmal. Gut, nehmen wir was zu essen mit. Und ein Schwert können wir zur Not noch craften. So, 1, 2, 3. Oh, reicht. Perfekt. Das ging auch gut. So. Der Keller. So, da haben wir ja schon quasi so angefangen. Wollte ich das hier noch abbauen und kam nicht mehr ran. Ach nee. Das bleibt so. Und das auf die Mauer. Ich habe mir fast gedacht, dass man das von außen sehen wird. Müssen wir uns noch drum kümmern. Okay. Jetzt noch die Wände. So, sehr gut. Okay, und dann müssen wir den Boden auch noch machen. Zum Glück haben wir Granit dabei. Ich glaube, fast bis auf die Erde dürften wir gar keinen weiteren Slot belegt haben. Oh shit.
Die Frage ist ja gerade, war das überhaupt zu schlau? Wenn wir hier das mit den Treppen machen, ist doch totaler Blödsinn eigentlich. Weil darunter kann ich zwar die Blöcke hinstellen, aber nichts mehr drauf. Achso, was habe ich mir denn dabei damals gedacht? Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt handhaben. Ich nehme erstmal das Wasser raus. Ob ich trotzdem das Wasser einfüllen kann. Ja, sehr gut. So, der Braustand. Geht nicht, das habe ich mir nicht fast gedacht. Shit. Truhen könnte ich noch da unten hinstellen. Dass wir eventuell die wegnehmen und mit dahin platzieren. Eine Werkbank sollten wir vielleicht auch hier haben. Dann machen wir es aber hier anders. Hier können normale Blöcke hin. Kann ich zumindest das dahin verschieben. Okay. Dazwischen vielleicht noch eine Werkbank. So. Und dann haben wir noch die Dinger hier. So, okay. Flaschen. Und weg mit den Truhen. Ich habe leider gerade keine Axt dabei. So, obwohl ich mache das glaube ich ein bisschen anders. Wenn es geht, warte mal, erstmal gucken. Jo, würde gehen. Dann mache ich nämlich hier lieber eine Art kleine Säule rein. Das Wasser müssen wir mitnehmen. Ich weiß nicht, nämlich nicht, ob das in dem Behälter bleiben würde. Ah ne, das war Quatsch. Hier kommt dann eine Einzeltruhe noch hin. Zack, zack.
So, dann brauchen wir eine Truhe noch. Dann haben wir diesen Bereich schon mal. Und dann könnten wir theoretisch hier in der Mitte auch noch was einarbeiten, wenn wir wollten. Oder wir lassen es einfach so. So, wir haben keine weitere. Kein weiteren Baustand und auch keinen Dingsbums. Wie war denn das? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich probiere es einfach erstmal, bevor wir nachgucken. Ah, sehr gut. Was hat er eben da gemacht? Lohenstaub, okay. Ein. Ah, wir hatten noch einen. Verflucht! Okay, ich glaube, so reicht das erstmal. Cool, freue ich mich ein bisschen. Hier steht das jetzt überall auf diesen Dingern, ja. Ich lasse es erstmal so. Um den Rest kümmern wir uns später. War hier jetzt eigentlich schon alles ready? Der Zaun hat noch gefehlt, aber ansonsten sieht ganz gut aus. Bloß, ach, das mit dem Wasser müssten wir ja auch noch lösen. Ach du Kacke. Okay. Gut, dann haben wir schon mal einen Teil geschafft von dem, was ich machen wollte. Steinplatten fehlen später noch. Hier habe ich zufällig nichts drin, aber noch ein Baustand. Sehr gut. Okay, und achso, die Flaschen. Die Flaschen können wir unten gleich mal ablegen. Zack. Sehr gut. Ich gehe lieber. Oh ne, es wird Tag. Theoretisch, wenn ich ehrlich bin, kann man das hier auch gleich ein bisschen ummodellieren. Hier muss keine Truhe unten stehen, das ist ja der Eingangsbereich. Hier würde ich gerne nochmal so eine Art Sitzecken klatschen. Das kriege ich jetzt aber nicht mitgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Würde ich zwar schon, aber dann habe ich keinen Platz mehr. Nächste Platz. Ach so, sieht das. Stört das eigentlich auch nicht. Okay. Die zwei Truhen könnten wir gleich ins Lager setzen irgendwo, eventuell. Oder in die eine Truhe, da sind glaube ich noch mehr Truhen drin, ne? Ja. Okay, dann die Lohenruten brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. Packe ich erstmal zurück. Dafür brauche ich Lava. Und die zwei Blöcke. Obwohl, wir sammeln eh gleich wieder welche ein. Wupp, wupp. Denn ich habe noch was Kleines vor. Vielleicht brauche ich doch noch welche. Was packe ich dafür aus? Die Erde. Na gut, hier fehlen ja überall noch die Dinger. Tut mir gerade auf.
Truhen auch noch. So. Weiß noch nicht, wie wir es hier machen. Dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis denn.